Bosch. Was haben wir denn da? Den haben wir noch nicht gefahren, den hier. Jawohl, der ist auch auf dem Bild. Habe ich mich richtig gewählt hier. Rasen. Dortmund LP 900. Merkt euch das Nummernschild. Kauft euch einen Jaguar und mit diesem Nummernschild. Und fahrt dann die Laternen um. Und guckt, wie weit eure Laterne fliegt. Die Reeperbahn. Guck mal, da was für fette Reifen der hat hier, ne? Die scheiß Räder, ey. Kommt mal eine ordentliche Musik jetzt wieder? Also 50% der Musik mag ich eigentlich nicht. Also man hört einen Zug, aber ich sehe hier keinen. Oh nein, wir wurden geblitzt. Oh nein. Es war... LOL. Also erstens bin ich erstaunt, dass es wirklich einen Zug oben gibt. Und zweitens bin ich erstaunt, dass ich diese grüne Tonne dort wegschubsen konnte. Vor allem, wir müssen dann ja die ganze Strecke nochmal fahren im Sunday Cup, ne? Ich hoffe, man kann da so eine Runde einstellen, damit das hier nicht, weil die drei Runden, die sind ja echt extrem manchmal bei in der Gruppe C gewesen. Ich verwechsel jedes Mal die Gruppen, ey. Für mich ist die Gruppe A die höchste Gruppe. Nach meiner Logik. Und hier ist es andersrum. So, Verkehr haben wir ja keinen. Dann kann ich ja schön auf den Gegenverkehr fahren. So. Neuer Rundenrekord. Aussteigen. Wir springen raus, währenddessen das Auto fährt. So, was haben wir jetzt noch? Hamburg, mich nach Berlin! Haben wir da mal mit dem Rolf? Wir fahren mal mit dem Rolf. In Blau. Kommt bestimmt gute Musik jetzt. Okay, die Musik ist okay. Rasen! Der T4 hat ihn hier ganz reingepasst hier. Die Windräder per Hand animiert. Geil. 2.0er GTI. GTI. Naja, viel schneller als der Golf, als der Opel ist er jetzt auch nicht, ne? Er schafft ja gerade noch nicht mal 200 hier. Vor allen Dingen, als würde da links irgendjemand anhalten da, ey. Dafür gibst du den Standstreifen, ey, also. Bäm, die Tür weggeknallt. Das mussten sie schon mal zeigen, wie man das macht hier, ne? Ein Bauernhof an der Autobahn, ist klar. Und dann nach Berlin sind wir eigentlich durch, ne? Ach man, ist das schön, einfach mal ohne Verkehr hier durchzuknallen hier, als gäbe es keinen Morgen. Ist aber mal Turbo hier, ey. Wow! Aber wie ich das gemacht habe? Oh, ich bin stolz auf mich. Mein Polen, das bringt mir doch gar nichts mehr, ey. Weil die mich auch mal die Millionen gegeben haben schon, da brauche ich überhaupt kein Geld mehr. Weißt du, wenn du dir von der Million mindestens was ordentliches kaufen könntest, wo du so sagst, oh, ja, gibt's ein Auto, was ich mir nie leisten konnte und jetzt mit der Million. Die hätten also theoretisch ein Auto nur für eine Million erstellen müssen. Yeah! Geil.
sogar besser als der Ralf. Und sogar besser als ich mit meinem Biddle. So, und jetzt Berlin. Das machen wir natürlich mit der originalen Rennpappe. Mit ordentlicher Musik. Ole! Rennpappe Osten, DDR, los geht's. Ole! So, wir sind zwar nicht die schnellsten, aber wir sind die sichersten. Also wir sind sehr sicher auf der Straße. Oh, 160. Und ich gebe kein Turbo, das geht gar nicht mit dem Dinge. Dann müsste dir um die Ohren fliegen, wenn du das machen würdest. Und das ist sogar der Versuch. Mmh. 163 ohne Turbo. Sportlich. Sportlich. Im Bundestag dort links. Süß eh, wirklich süß. Da kann man da reinfahren? Das wäre eigentlich cool gewesen, wenn man da reinfahren könnte, ne? So. Nein! Fucking shit, jetzt habe ich mir den Eingang hier verbaut, ne? Ja, lol, fuck you einfach, ey. Ich will nicht neu starten, die Musik gefällt mir. Ich habe mir noch nicht mal die Zeit gemerkt, welche ich schlagen muss. Aber ich habe ja schon locker 10 Sekunden jetzt verspielt. 20. Nur 30 Sekunden. Komm, Trabi, gib Gas! Also schlimm wäre es, wenn ich in allen Gruppen jede das alles fahren müsste, ne? Bin ich ja froh, dass ich das noch nicht mal machen muss. Wenn sie dann auch hier das Auto genommen hätten, dann würdest du noch bis nächstes Jahr hier sitzen und fahren. Das ist Brandenburger Tor, wir fahren durch! Ja! Autobahn, 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 Rasa. Alter, die 160 fühlen sich an wie 50, ey. Überall wird gebaut hier. Oh, hier haben wir noch einmal Quick Service. Wo wir uns das nicht verkacken, sogar. Oder auch doch. Komm. Ja, ich muss jetzt wieder alles an Turbo rausballern hier, weil ich hier gegen die Scheiße gefahren bin. Alter, 3 Minuten fahre ich schon, ne? Ist mal bald das Ende? Ja, da. So, das müsste reichen, ne? Nee? Ich will das mit dem Trabi schaffen. Okay, die... Mich hat... Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass ich die Musik hier... verpassen würde. 2,56 also muss ich schlagen. Oder? Es war nicht viel. Oder irgendwas mit 3 muss ich ja schlagen. Ah, die Musik passt ja zum Glück auch wieder. Was ich mir für den Kopf gemacht habe, ne? Was ich für Maßnahmen ergriffen habe, um an diese Musik ranzukommen, ne? Ich meine, der Soundtrack ist ja jetzt zum größten Teil auch bei YouTube hochgeladen worden, aber von London Rasa. Und da sagen die nicht Autobahn Rasa im Hintergrund, sondern M25 Racer und bla bla bla, quatschen noch irgendwelche Scheiße rein.
Das gefällt, hat mir gar nicht gefallen. Da habe ich gesagt, du musst, es muss eine Möglichkeit geben, diese Image-File, die das Spiel einliest, auslesen zu können und sich die Daten runterzukratzen zu können. So, jetzt endlich hier. Und die Image-File, die IMG-Datei, kam mit zwei Dateien, einmal mit einem Index, wo drin steht, was, wo die Dateien sind, wie sie heißen, bla bla bla, und halt mit der IMG-Datei. Da habe ich schon versucht, das mit dem GTA 3 Tool aufzumachen. GTA 3 oder GTA San Andreas, das GTA San Andreas hat ja auch eine IMG-Datei, wo es die ganzen Models und so weiter absichert. Und damit habe ich es versucht, schlug fehl. Dann gab es ein Tool, was über die Kommandozeile funktioniert, wo man die Struktur der Datei analysiert und bla bla bla, habe ich gemacht. Der hat auch erkannt hier, ja, so und so viele Dateien liegen da drin, bla bla bla. Und aber da wollte sie nicht runterziehen. Da hat gesagt, nee, ich analysiere das nur runterladen, also runterkratzen, das mache ich nicht. Boah, da habe ich mir gedacht, Junge, ey, geh mir nicht auf den Sack. Da gab es noch ein anderes Tool, was universell für alles einsetzbar ist hier. Der alles versucht runterzukratzen aus jedem Spiel. Und das genommen. Und der hat das geschafft. Aber ohne, er konnte mir nicht die Dateinamen konnte er nicht herstellen. Weil ihm hat ja auch der Index gefehlt, was die Datei, wie die heißen und so weiter und so fort. Dachte ich mir aber kein Problem, ich weiß, wo ich anfangen soll mit suchen. So. Jawoll, Gratulation, du hast jede Rundenbestzeit unterboten. Der Bonus K gehört nun dir. Yeah. Igor. So, das war das. Und jetzt der Shunday Cup. Was ist denn der Bonuswagen? Nee. Auch nicht, hä? Also, eine Runde. Alles aus. Also Polizei. Alles an. Komm. Und dann will ich hier durchdüsen. Jetzt fahren wir mal mit dem Smart. Oh ne, das wird zu hardcore, ne? Und was fahre ich denn jetzt hier? Fahren wir mal mit dem Beetle. Komischerweise startest du hier immer, oder ist mir letztens im LP nicht auch, also im ersten Part auch vom 5. gestartet. Nein. Was? Bei der was? Den neuen Beetle. Ja, ich habe das Bonus-Car zwar freigeschaltet, aber wo ist das Bonus-Car? Wow. Ich habe nur eine Runde, hier darf ich keine Fehler machen. Ich will auch keine drei Runden fahren, das wäre ja Quatsch. Ja, süß, ey. Dass es das Bonus-Car überhaupt gibt, ne? Das habe ich früher gar nicht gewusst. Das habe ich erst neulich erfahren, als ich die Indie-Dateien durchgelesen habe. Das hat da, du hast alle Sunday Cups gewonnen, hier hast du deinen Bonus gedacht. Ja, aha. Das ist ja interessant. Und jetzt mit Zeit fahren, das ist genauso. Oh! Lieber links rein als rechts in dieses parkende Auto, da würde dann. 17. An alle verfügbaren Einheiten. Unterstützung bei Verfolgungseinsatz. Fuck! Fuck! Oh, zum Glück kann ich da durch. Diese. Wow! Okay, ich habe zwar einen Vorsprung, aber. Ja, ist ja gut langsam. Kannst auch aufhören. Zu hupen. Kannst ja rechts vorbei. Ich fahr doch schon rechts. Links vorbei.
Aber es ist schon cool, wie man beim Sunday Cup halt einfach nur die Möglichkeit hat, um zu sagen hier, ja, kein Verkehr, keine Polizei, kein Schaden. Ich habe aber alles reingemacht, damit es halt mittellustiger wird halt. Also es wird wieder zu Zeitfahrermäßig und das hatten wir jetzt gerade. Aber halt eine Runde nur, weil... Yeah. Haha, kannst nichts mehr machen. Gewonnen. Super gefahren, du hast dieses Rennen gewonnen und dafür gibt's den Goldpokal. Danke. Danke. Yeah. Jetzt haben wir hier so einen goldenen Pokal. So, damit fahren wir jetzt mit dem... Mit dem Horsch, den haben wir noch nie gefahren, den fahren wir sogar mal in Silber. Wieder vom 5. Platz aus. Rum, vorbei, vorbei, yeah! Autobahn muss man schnell fahren. Sonst macht das keinen Sinn. Ich traue mich schon nicht mit dem Mini zu fahren, weil... Oder mit dem Smart, weil ich mir denke, der ist zu lahm. Ja. Autobahn. Ist schon geil irgendwie hier. Jetzt macht's wieder. Also ich dachte, Zeitfahren ist ein bisschen zu langweilig, finde ich, auf der Autobahn, ne? Weil kein Verkehr, keine Polizei, nichts ist scheiße. So ist es schon lustiger. Oh! Okay, die Tankstelle ist doch ein bisschen tricky, ne? Na, der scheiß Karmann, Alter, ey. Warte, in der Polizist hat... Dringend. Da haben sie einfach irgendeine, die Sekretärin rangezogen und sagt, hier, sprich mal das aus hier. Hey, ey, aber was ist denn das für ein Bug? Alter, ich sag dir eins, wenn mich jetzt eh überholt, wegen dem scheiß Bug hier, ey. Njum. Scheiß LKW, ey. Sehr gut, hier haben wir auch Gold. So lange haben wir gar nicht gebraucht für die. So, Frankfurt, da. Jetzt können wir mal mit dem Smart fahren. Gelb. Pipi gelb. Wir fangen immer vom 5. Platz an, das ist lustig. Ach, da ist übelst wendig, das Ding, ey. Eine clever. Also, wir verfolgen sie erst gar nicht hier. Clever! Ich habe mir die Soundpads schon angehört zum Clever, deswegen fand ich das schon so lustig. Oh nein! Na gut, der hat zum Glück keine hohe Höchstgeschwindigkeit, ne? Dann sind wir schnell wieder auf Tempo gekommen. Aber ob es noch für den ersten reicht, ist die andere Frage. Dün. 150 mit einem Smart! Ey! Hätte jetzt ja gedacht, mich überholt ein Trabi. Alter, wie schnell ist der? Der ist mit 180 unterwegs und das permanent? Was hat denn der getankt? Der hat irgendwas in seinem Auto. Der hat unendlich... Dotte mit... Ich komme doch immer mit Turbo ran.
Was hat der getankt? Alter, ey. Das geht gar nicht. Polizei, das geht gar nicht. Los, haltet ihn auf. Der ist da. Der ist viel zu schnell. Bleib stehen. Bleib stehen. Alter, ist das unfair. Viel zu unfair. Der fährt hier permanent mit 180. Das Ding schafft das gar nicht. Nee, also, pff, du dummes Arschloch, ey, das kriegst du zurück jetzt hier. Fick dich, du Smartfahrer, hier. Schlag dich damit rum. Guck mal, ob du hier dran bleibst, du Kackarsch. Da ist er vor mir. Dumme Schwuchtel hier. Hier, dort, ausgebremst, du kleiner Sack, Alter, ey. Der schiebt, ich bremse hier voll und der gibt hier, der schafft mich noch anzuschubsen, ey. So, okay, ihr Nutten, ey. Jetzt ist aber hier Action hier. 200, wenn ich jetzt nicht jeden überhole, dann geht das, dann habt ihr Drogen in eurem Auto, ey. Da, Scheiße. So. Dummer Smartfahrer hier. Letzter ist er, der Wichser. Scheiß Cheater, ne? Jetzt kommst du halt, jetzt kannst du nicht mehr mit 180 hier fahren, ne? Wenn ich's fair mache und du unfair, mache ich's auch unfair. Ja. Yeah. Aber ganz so schnell wie der aus der Gruppe C ist er nicht, ne? Der Gruppe C, der schafft ja 300 locker hier. Hier ist er mit, war er schon bei 250 zu kämpfen. Obwohl sie ja gleich angegeben werden, mit gleichen Geschwindigkeiten, ne? Wow! Irgendwie verhört mich keiner, warum? Ach so. Er kommt am Trabi nicht ran oder was, ne? Nee. Oh, ich wusste nicht, dass man dort durch den Eingang fahren kann, dort links. Was für ein Vorsprung ich hier gerade gewinne, ey. Ich hab die Spur des Radars verloren. Ja, du hast mich noch nie verfolgt. Yeah! Na, was sagst du jetzt, du Kack-Smartfahrer? Bist du wohl nicht mehr so clever, hä?